Oh mein Gott, Leute. Herzlich willkommen im wunderschönen 10. Bezirk. In dem Bezirk, wo ich viel zu selten bin. Es gibt Döner über Döner über Döner. Und hier ist die Ausländerrate etwas höher als in den anderen Bezirken. Ich wohne im 2. wie so ein Möchtegern. Aber ich sage euch so, wenn ihr gut Döner essen wollt, dann müsst ihr hier rein. Oder? Was, worum geht's denn? Um den besten Döner. Ich suche jetzt besten nicht Döner. Den besten Döner, ich suche jetzt massivs Döner. Ferhat, ja, Ferhat war ich. Aber jetzt gehen wir massivs Döner massiv, probieren. Den kenne ich gar nicht. Kennst du nicht den Rapper? Nee. Wenn der Mond in dein Ghetto kracht. Nein, kracht wohin? Das war so ein Song von früher. Wenn der Mond. Egal, aber er soll auf jeden Fall gut sein. Den probieren wir jetzt. Das machen wir jetzt, Ladies and Gentlemen. Wie bitte? Wie ist das YouTube, Randy, YouTube. Randy Gamble. Ready. Randy. R-A-N-D-Y. Okay, Randy. Seid ihr aus dem 10.? Nee. Nein. Sechsten. Ah, okay, ich lebe aber im 2. Von hier nicht weg. Warum? Wegen dem Döner. Ah, welcher ist euer Favorite Döner? Big Döner im 2. Ja, den habe ich auch schon probiert. Finde ich gut. Stark. Oder ja. Eigentlich müssen wir so eine Tour machen bei uns, ja, gell? Ja, euch in die Heimat. Ja, Mann. Meine Mutter, sie macht eine gute Essen. Irgendwann kommen wir wieder, ja. Sicher. Aber es gibt, die Welt ist leider so groß, irgendwann will ich überall mal gewesen sein. Link Stier, ich habe dort Militär auch gemacht in Kurdistan, dann kenne ich alle Bergen und sowas. Ah, krass. Ich kenne das alles. Morgen. Mach's gut, Bruder. Morgen. Ich komme. Kuss. Deswegen fühle ich mich hier zu Hause. Ladies and Gentlemen, 10. Bezirk. Mit diesem Mann. Willkommen im 10. Bezirk. Wenn ihr merkt, 10. Bezirk, da gehe ich auf, da blühe ich. Massiv, wo bist du jetzt? Ein Massiver. Ich breche hier das Redelwerk. Wenn ich komme, gibt es nicht zu regeln mehr. Wir sind aus dem Auto gestiegen, schon 15 Leute gesprochen. Ich liebe das hier. Deswegen ist dieser Bezirk so schön. Der hat Charakter. Es ist nicht lange her. Ich glaube 3 bis 4 Tage. Da hat der liebe Massiv, Al-Massiver, Massivo, der hat nicht nur meine Kindheit geprägt, der hat jetzt Wien geprägt. Und wirklich, wenn ich sage Kindheit, den Mann habe ich gehört, als ich 11 war. Wirklich. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, das war so, Bro. Das war auch mal ein Meme dann kurz und so. Und der, ich finde den Typ einfach nett. Und der ist kein Gangster mehr, so. Das feiere ich bei dem. Der hat damit aufgehört. Der will einfach Business machen, sein Leben genießen. Ich glaube auch, der ist mega erfolgreich. Und Babas Döner haben wir schon öfters auf YouTube Reviews gesehen, ich weiß. Ich persönlich habe ihn aber noch nicht probiert. Und diese Filiale hier in Wien ist neu. So, wir probieren wir das jetzt. Babas Döner. Weil Massiv ein Löwe ist, ist auch ein Löwe auf diesem Schild. Made in Berlin by Massiv. Was geht, Bruder? Was da ist? Alles super. Ist Lukas am Monat? Wie geht's dir? Was da ist? Alles super, Bro. Alles super. Was könntest du machen, mein Mensch? Wäre geil, wenn wir die Musik kurz leiser machen können. Das hier ist jetzt Berliner Döner, oder? Ja, in Wien. Ganz genau. Wo ist Massiv aber? Dafür bin ich hier, Bruder. Okay, du bist der Ersatz jetzt für Massiv. Genau. Okay. Aus Berlin. Du bist wirklich aus Berlin auch? Ja, genau. Und du bist jetzt hier und hast den Laden? Also seit 6 Tagen, ungefähr eine Woche, wir sind jetzt hier. Okay, und ihr bleibt hier? Und bleibt leider nicht mehr hier, aber auf jeden Fall in 2 Monaten bin ich noch da. Du kontrollierst immer, ob alles so läuft, wie es sein muss? Alles, genau, bravo. Beibringen, zeigen, wie Berliner Döner macht. Aha. Wie man Berliner Döner macht. Wir haben einen richtigen Namen bei Massiv und ja, wir machen auch richtige Döner, genau für Massiv. Okay, nächstes Mal, wenn Massiv hier ist. Ich würde dich mal gern treffen. Ist der immer noch so breit? Aber noch mehr breiter geworden, Bruder, komm. So ist er, oder? Okay, Dave. Gündoz Baba macht dir eine richtige Welle. Okay, Gündoz Baba. Ja, stimmt jetzt, Baba. Und noch was, Bruder, yeah. Bei denen dir gerät. Yeah. Bei den ganzen Babas, wir sind jetzt auf jeden Fall mehrere Filiale. Yeah. Und wir sind der Erste bei Babas Döner in Wien. Die der gerät haben. Die geredet, der gerät. Mein anderer Kollege von Babas, ich grüße euch alle, Bruder. Okay. Frage, ist es besser, wenn diese Maschine schneidet? Ich bin besser als diese Maschine, aber leider, wenn ich weggehe, die Jungs, leider, die können ja nicht mit Messer schneiden. Ah, okay, also du hast noch richtig mit Messer geschnitten. Oh, Bruder. Okay. 30 Jahre Erfahrung, Bruder. 30 Jahre? 1995. Da bin ich einfach geboren. Hast du schon Döner geschnitten? Stark! Der Döner muss schmecken. Es gibt Döner-Huhn-Kalb-Mix. Wir nehmen einmal Huhn, einmal Kalb. Preislich, wo sind wir? Was ist der teuerste Döner, den ihr habt? Echt jetzt? Nein, wo ist der teuerste, sage ich? Der teuerste Döner ist? Hier leider Kalb-Woll. Also Döner-Kalb 8,90. Und der normale 7 Euro. Normale 7 Euro. Ist im 10. Bezirk, sage ich euch. Ihr wisst selber, Konkurrenz ist stark hier. Ich kenne ja keine 10. Bezirk, 12. Bezirk. Aber auf jeden Fall, wir sind in Wien. Und die werden noch sehen, wie Babas Döner und Berliner Döner ist. Okay. Let's go, Bro. So geht da meine, auf jeden Fall knusprig, innen saftig. Ich weiß, warum der Mann dich hier reingestellt hat. Du hast es drauf. Bro, wir haben auf jeden Fall 3 richtig geile Berliner, original Berliner Soße, ja. Scharfe Soße, Knoblauch und Kräutersoße haben wir. Ich mach alles. Massivdöner. Ja. Einfach komplett. Ja. Den mit Kalb, Bro, auf jeden Fall scharf. Das ist jetzt gerade scharf. Okay. Und ein bisschen Kräuter natürlich. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt geht's bei dir Gerät Babas Döner los. Let's go, baby. Der Bruder schneidet. Ja. Damn. Das ist mein Mann. Bester Mitarbeiter. Immer von Chef in Chef. Redet nicht, quatscht nicht. Schwitzt nicht. Er schneidet ohne Ende. Genauso wie hier. Wer ist von euch der Gerät? Der Gerät. Lionel Donner.
Wenn ich bei einem Dönerladen auftauche und die Jungs sind so drauf, auf entspannt, ihr merkt es, das ist der Flair vom 10. Bezirk. Berlin Döner, welcome to Berlin. Man hat ein bisschen auch Gefühl, man ist in Istanbul, aber genauso muss es sein. Die Berliner Jungs versuchen jetzt sich hier einen Namen zu machen und das finde ich geil. Jetzt drehen wir von da, Bruder, ohne so zu labern. Bis der knusprige Seite starten wir. Ich liebe knuspriges Fleisch über alles. Oder hier, deine knusprige Fleisch auf jeden Fall. Ich mach dir so eine leckere. Der muss perfekt sein. Der muss klatschen, Bruder. Der muss klatschen, genau. Einmal Babas, immer Babas. So, erstmal auf jeden Fall Salz. Kommt zum Bruder. Und das ist der wichtigste auf jeden Fall bei uns. Noch dazu, Bruder. Yeah. Das ist unser Babas Döner. Bruder, ich bin gespannt, gell? Ich liebe Wien und es ist eine wunderschöne Stadt, aber Berlin ist auch sehr, sehr geil. Aber Berliner in Wien machen richtig Spaß. So nämlich. Sehr gerne. Al-Massiva, ich breche nicht den Döner mehr. Massivs Döner. Wir haben Mais drin, wir haben Gurken drin, wir haben Red Beedi, also, nee, rotes, Rotkraut einfach. Wir haben dieses schöne Hackfleisch. Und seit ich diesen Badern-Döner in Berlin gegessen habe, bin ich richtiger Hackfleisch-Fan geworden. Wir haben alle drei Soßen drin, Zwiebeln. Wir haben einfach Döner mit alles. Das heißt nicht mit allem. Wenn einer von euch in den Kommentaren mich verbessern will mit allem, nein. Und wir beißen rein. Die Wespe wollte vor mir essen. Problem ist, weil er gut gemeint hat, hat er den, ich glaube, ein bisschen zu voll gemacht. Aber das wollen wir dem Amja nicht böse nehmen so. Aber der erste Bissen wird kritisch. Das ist ein massiver Döner, ich schwöre, der ist gut. Der ist gut? Der ist gut. Ganz simpel gesagt, es sind immer so Influencer-Produkte und sowas, ja? Blablabla, da muss man immer doppelt kritisch sein. Der Mann hat aber, glaube ich, schon die 40. Filiale aufgemacht. Und ich weiß jetzt auch, warum. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich diesen Döner esse. Und Bro, dieser Döner schmeckt gut. Da ist Mais drin und ich feiere Mais im Döner nicht. Aber es schmeckt hier. Weißt du, ich meine, man muss manchmal auch aus seinem Regelwerk raus. Der Döner, Bro, das Hackfleisch schmeckt geil. Die Soße ist schön scharf. Dann hast du noch diese anderen, diese Kräuter und Knoblauch. Bro, der klatscht einfach. Bin ich ehrlich. Dieser Döner klatscht einfach. Brot ist geil. Wow, wow, wow. Wie bitte? Heute bin ich Döner essen, ja? Und was machst du? Fahrradfahren. Sehr gut, mach weiter so. Döner ist geil, gell? Ja. Yeah. Pizza? Auch gut, ja. Danke, Bruder. Danke. 10. Bezirk, merkt ihr das? Leute sind nett. Guten Appetit, guten Appetit. Ich sag euch ehrlich, dieser Döner bringt mich nach Berlin. Dieser Döner bringt mich nach Berlin. Soll ich dir sagen, was dieser Döner für mich ist? Der ist für mich eine 8,5. Das ist ein guter Döner. Ein stabiles, solides Ding. Schmeckt einfach geil. Alano, bei deinem Döner alleine sich auf ist. Alan hat diesen Döner schon probiert, den ich gegessen habe. Hat gesagt, das ist ein gutes Ding. Aber den Chicken hat er noch nicht probiert. Ich will einen. Nein, 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 nein. Ich will einen massiven Biss. Ah. Alan hat fast Tisch mitgegessen. Rot Reis, aber der stand jetzt auch ein bisschen, sag ich ehrlich. Bruder, Chicken ist auch geisteskrank. Bruder, der Döner schmeckt einfach gut, gell? Schmeckt die wirklich? Ja, Bruder, habt ihr eh gesagt, der Döner ist krank, aber der Chicken ist auch mega. Probier du den Chicken noch? Bisschen Sauerei, aber Bruder, ist halt Döner. Bei Burger beschwere ich mich auch nicht, wenn ich Sauerei hab. Dann werde ich mich bei Döner erst recht nicht beschweren. Ja, der fällt ein bisschen auseinander, weil es stand jetzt halt. Der ist auch massiv. Ich schwöre, der ist gut. Das Problem ist, deiner ist sehr süß, weil du hast diese Soße nicht scharf. Meiner hat diese Säure, diese Schärfe, der ist geil. Solides Ding und auch diese Knoblauchsoße, die da drin ist, die merkst du richtig schön. Die gibt mir so ein bisschen was von diesem Shawarma. Wie heißt dieses? Tumi. Von diesem. Kennst du dieses Tumi-Knoblauch? Boah. Der ist jetzt ein bisschen Puzzle, aber der schmeckt hammermäßig. Yes. Hey. Der Döner ist geil. Der Döner ist geil. Real Talk. Der Döner ist geil. Berlin. Herzlich willkommen, Berlin. Ich finde den geil. Berlin, mein Bruder. Berlin in Wien. Das fehlt so ein bisschen. Ah, hier Berlin 030, ja? Und Wien in 100, Bruder. Nicht vergessen, wo man herkommt. Und massiv, wenn du wieder da bist, sag Bescheid. Ich mag auch das Team da drin, Mann. Das sind korrekte Jungs. Das ist genau mein Vibe. Bisschen hyperaktiv und ADHS, wie ich auch hab. Digga, weißt du, das ist einfach Döner, Bruder. Ja, Mann. Man ist happy, wenn man einen Döner hat. Versteht ihr das? Aber preislich ist die einzige Sache, wo ich sage, damit werden sie schwer haben. Weil hier gibt es zu viel. Bruder, wie viel kostet der eine, wo wir waren, der günstigste? 4 Euro. Ist halt schwierig. Aber ja, Name könnte ziehen. Massiv schon sehr bekannt. Döner haben wir aufgegessen. Diese Schärfe, diese Knoblauch, diese Kräutersoße, dieser Mix. Ich bin da nicht immer der Freund von. Warum? Weil das Brot auch sehr schnell aufweicht und so. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen passiert, vor allem bei Alam sein Döner, weil wir sehr lange gebraucht haben, bis wir den Döner essen. Aber geschmacklich war top. Hat mir geschmeckt. Ist mal egal, ob das massiv sein Döner ist oder nicht. Einfach ein Top-Döner. Was hier ist, ob wir... Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
So. Muss ich irgendwas sagen oder haben wir verstanden? Hat geschmeckt, war wie, als wäre ich zurück in Berlin kurz gewesen. Hat mir dieses Feeling gegeben und mich glücklich gemacht. Mein Mann, habe ich mich voll gekleckert? Nein. Hast du dich voll gekleckert? Nein. Wenn ihr in Wien seid, schaut euch 1., 2., 9., 8., 7. an, aber kommt auch in den 10. und genießt diesen Vibe. Ihr habt das, glaube ich, gerade gemerkt, Kamera an und immer irgendwo ist Action. Einer schreit da, einer macht dies. Und das liebe ich hier. Deswegen ist dieser Bezirk sehr besonders, weil der hat Charakter. Von niemand mehr hören, macht den 10. nicht der 10. Nein, wer hat es gesagt? Ich hol diese Leute. Schau, ich sag auch, der macht keinem anderen Konkurrenz und keiner macht ihm Konkurrenz. Das ist jetzt sein Film so. Jetzt weißt du, was die Zeit ist. 10. Bezirk, es war mir eine Ehre. Okay. So, dass ich schön so. Okay, drück mal nochmal Stopp und Play. Warte mal, hey. Man hat den Gesicht nicht so. Ja, okay. Okay, mach mal Stopp. Zeig mal einmal.